Ich wollte mal Journalist werden, habe das studiert in Leipzig, ein Volontariat gemacht bei Leipziger Volkszeitung. Und im Studium habe ich immer viel von Kritik und Kontrolle gehört und von Distanz zu den Mächtigen. Und das fand ich sehr gut. Und investigativer Journalismus ist immer noch, also finde ich sehr wertvoll bei aller Medienkritik, die wir sonst machen und die wir jetzt auch gleich noch weiterführen werden. Aber investigativer Journalismus ist so eine relativ kleine Abteilung des Journalismus und es gibt ziemlich viel, was manche Leute konventionellen Journalismus nennen, nämlich so eine Art wie passive Berichterstattung, also eher das, was andere Leute auf die Tagesordnung setzen, abzubilden, eine Orientierung an einflussreichen Leuten, an Institutionen, die Macht haben, also an Regierungen, eine Orientierung am Elitendiskurs. Also wäre das sozusagen die erste These, dass ein Großteil des Journalismus in den großen Medien einfach eine Abbildung des Elitendiskurses ist. Dessen muss man sich bewusst sein. Die Frage ist auch, ob was anderes überhaupt möglich ist. Aber es ist erstmal gut, das im Hinterkopf zu haben, wenn man die Tagesschau anschaut zum Beispiel oder eine große Tageszeitung ansieht. Dort wird Diskurs abgebildet und deren Prämissen werden erstmal nicht hinterfragt. Das so zur Einleitung. Ich habe erzählt, wie ich Journalist werden wollte. Ich wurde dann erstmal Medienjournalist und kam zu einer Vierteljahreszeitschrift mit sehr hohem Anspruch. Die hieß Message, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und wir haben versucht, über Medienkritik zu machen. Und im Rahmen dieser Arbeit kam ich eines Tages auf die Bilderberg-Konferenz, schließlich auf Informationen im Internet über eine jährlich abgehaltene Konferenz, wo Politiker, Wirtschaftschefs, Banker, Militärs, ein paar Analysten, also ein paar Politikwissenschaftler auch drin sind, und zwar aus Nordamerika, also USA, Kanada und Westeuropa, auch Deutschland. Und ich hatte also allein schon die Entdeckung dieser Konferenz für mich im Jahr 2006 oder 2007 habe ich die entdeckt und wollte mehr darüber wissen und habe mich dann 3 Monate rein vertieft, um einen Artikel für diese Zeitschrift zu machen. War mit dem Fokus, was machen eigentlich Journalisten da, denn dort waren nämlich auch Journalisten drin und es ist eine vertrauliche Konferenz, also die Regel ist, da soll nichts davon nach außen dringen. Also was machen die Journalisten dort, hat mich sehr interessiert und vor allem waren von der Wochenzeitung Die Zeit, waren dort Journalisten da und nicht nur als einfacher Teilnehmer, dort gibt es jährlich ungefähr 120 Teilnehmer. Es gibt einen Inner Circle, einen Lenkungsausschuss, also ursprünglich war das mal von jedem teilnehmenden Land 2 Leute. Und in diesem Lenkungsausschuss, sogar in diesem Lenkungsausschuss saß also einer von der Zeit. Das war viele Jahre lang Theo Sommer, der mal als Chefredakteur gewesen ist der Zeit. Der saß da zusammen mit dem Deutsche Bank-Chef, damals Alfred Karhausen. Und dann gingen diese Leute, der Karhausen wurde ermordet. Theo Sommer ging in den Ruhestand und diese Sitze vererbten sich innerhalb der Zeit, innerhalb der Deutschen Bank. Und in den Jahren vor 2012 war also Matthias Nass von der Zeit Chefredaktion, also der Vize-Chefredakteur damals der Zeit, hatte diese Sitze geerbt. In der Deutschen Bank war es Josef Ackermann. Also diese beiden saßen dort als Erben von Theo Sommer und Albert Herrhausen mit drin in diesem Lenkungsausschuss und haben sich Gedanken gemacht, über was wollen wir im nächsten Jahr vertraulich miteinander reden, was sind also die Themen und wen wollen wir noch dazu einladen. Dieser Lenk, mittlerweile gibt es eine offizielle Webseite von der Bilderberg-Konferenz, ist ganz spannend da reinzugucken. Da ist auch dieser Lenkungsausschuss mit den Namen aufgeführt, wenn Sie da reingucken, wundern Sie sich vielleicht, das ist so ein bisschen wie das Politbüro des Kapitalismus, da sind ziemlich viele Vorstandschefs von Banken und Konzernen mit drin. Also, und die entscheiden dann, welche Politiker sie einladen. Interessant ist auch, dass wir auch versucht haben, also immer versucht haben, die kommenden Politiker mit ranzuholen. Also Theo Sommer hat mir dann in einem Interview erzählt, dass er zum Beispiel Helmut Kohl vorgeschlagen hat, bevor er Kanzler wurde. Und immer so versuchte man eben was vorwegzunehmen, ja, die neuen Megatrends dort vorwegzunehmen, zu diskutieren. Und in gewisser Weise auch zu einer Art Konsens zu kommen, bevor ein Thema öffentlich relevant wird und man sich dann gleich gegenseitig zerfleischt. Das war also ein sehr spannender Einblick. Ich habe mich dann eben ein paar Wochen, 3 Monate mit befasst und Kontakt zu Journalisten gesucht, die dort
entweder im Lenkungsausschuss waren oder auch als Teilnehmer dann mal für einmal zugeladen wurden. Und die erzählt mir dann, das halten die sie nicht für ehrenrührig, das ist normal, off the records Gespräche, so Hintergrundgespräche, aus denen man nicht zitieren darf. Und tatsächlich ist es also eine, sozusagen eine, gibt es eine politische Hinterbühne, eine politisch-mediale Hinterbühne. Wir sehen im Fernsehen die Bundespressekonferenzen, das sind öffentliche Veranstaltungen, da laufen Kameras mit, aber abseits dieser offensichtlichen Interaktionen zwischen Journalisten und Politikern oder Wirtschaftsleuten oder auch eben die Interviews, die wir lesen oder sehen, da gibt es natürlich Vorgespräche, Nachgespräche und es gibt auch komplett vertrauliche Treffen. So, das hat mich sozusagen dann sehr interessiert, ich habe mich da mit rein vertieft. Und wenn man bei der Bilderberg-Konferenz angekommen ist, dann ist es so, dass man, wenn man die Namenslisten sammelt und dann guckt, wer da drin ist, dann stößt man auch auf andere solcher ähnlichen Institutionen und wie an einem Faden kommen dann auf einmal 80 Organisationen zum Vorschein. So. Das ist so mein Weg gewesen, den ich ein paar Jahre lang verfolgt habe. Also wenn man bei der Bilderberg-Konferenz ist, die es seit 1954 gibt, dann erfährt man dann bald, dass es in den 70er Jahren einen Spin-off gegeben hat, einen Ableger namens Trilaterale Kommission, während Bilderberg Westeuropa und Nordamerika verknüpft hat, hat in den 70ern David Rockefeller gesagt, das reicht jetzt nicht mehr, Japan ist zu mächtig geworden, zu wirtschaftsstark, wir müssen Japan mit reinholen ins Boot. Und dann wurde die Trilaterale Kommission gegründet, wo eben auch damals nur Japan, mittlerweile ist es der asiatisch-pazifische Raum, gut vertreten ist. In der Trilateralen Kommission war viele Jahre der Außenpolitikchef der FAZ Mitglied, Klaus-Dieter Frankenberger. Und so ging die Reise dann weiter. Ich komme gleich nochmal drauf. Ich mache jetzt mal einen Schnitt. Sie erinnern sich an die Gauck-Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2014. Das war ein richtiger Paukenschlag. Er hat also gesagt, Deutschland braucht eine robustere Politik. Wir dürfen nicht prinzipiell Nein sagen zu Militäreinsätzen. Wir haben eine Schutzverantwortung, die sogenannte Responsibility to Protect. Wenn es also irgendwo kracht, irgendein Staat seine Bevölkerung nicht schützt oder sogar ermordet, dann dürfen wir nicht prinzipiell Nein sagen zu Militäreinsätzen. Diese Rede basierte zu großen Teilen auf einem Projekt, was in den Monaten davor gelaufen war. Das Projekt Neue Macht, Neue Verantwortung. Und das hat folgende Geschichte. Aus Washington DC hat der Chef des German Marshall Fund angerufen. Die wünschten sich ein Positionspapier der deutschen Elite oder was auch immer, der deutschen Politik und anderer maßgeblicher Eliten zum Thema Außenpolitik. Und haben mit der Stiftung Wissenschaft und Politik, das ist eine relativ regierungsnahe Institution, haben sie dieses Projekt angeleiert und haben strategische Partner gesucht. Das ist ein O-Ton von der Berliner Büroleiterin des John Marshall Fund, um dieses Projekt zu machen. Und dann hat man also mehrere Monate lang sich ein paar Mal getroffen, 50 Leute aus dem Bundestag, maßgebliche Außenpolitik, Abgeordnete aus dem, ich glaube, Kanzleramt, aus dem Auswärtigen Amt, ein paar Beamte, einige wenige Wirtschaftsleute, Politikwissenschaftler und zwei Journalisten. Der eine, Nicolas Busse von der FAZ, der ist mittlerweile stellvertretender Außenpolitik-Ressortleiter und ist gut sozialisiert, jahrelang in Brüssel gewesen, EU- und NATO-Korrespondent gewesen. Und der zweite ist Jochen Bittner von der Zeit, Politikredakteur. Als die Gauck-Rede dann gehalten wurde in Sinn und Geist dieses Abschlusspapiers, dieses Projekts, gab es in der Zeit einen Artikel von Matthias Nass, der bei der Bilderberg-Konferenz lange Zeit gewesen ist, und Jochen Bittner, der bei diesem Projekt mitgemacht hat und dieses Papier praktisch mitgeschrieben hat. Und die haben die Vorgeschichte dieser Gauck-Rede rekonstruiert. Also es war schon erhellend, die haben nämlich auch von diesem Projekt erzählt, Neue Macht, Neue Verantwortung. Da stand auch drin, dass da auch Journalisten dabei waren, aber es stand nicht drin, dass Jochen Bittner dabei war. Das gab dann ein wenig Aufruhr, nachdem das auf dem Nachrichtenportal Telepolis aufgedröselt worden war und die Zeit sah sich dann gezwungen, es zumindest in der Online-Ausgabe noch nachträglich, also so unten drunter zu schreiben, dass also Jochen Bittner ein Teilnehmer gewesen ist.
Genau. So. Also gesehen hier, da war jemand involviert in das Geschehen, hat darüber berichtet und hat auch darüber wohlwollend berichtet. Ja, dass der Tenor dieses Artikels war, endlich legt Berlin seine Scheuklappen ab oder Deutschland will nicht länger am Rand des Geschehens stehen, will sich engagieren, nicht mehr länger als Drückeberger unter seinen Partnern dastehen. Und das ist nicht kein Einzelfall, dass Artikel in diesem Tenor gehalten werden. Ich habe Artikel ausgewertet von vier Journalisten, die ebenfalls Verbindungen haben in diese Szene der außenpolitischen und sicherheitspolitischen Community. Und dort fand ich zum Beispiel, dass das Konzept der erweiterten Sicherheit oder der erweiterte Sicherheitsbegriff dort verwendet oder auch beworben wird. Bei dem das noch nichts sagt, klassischerweise zu Zeiten des Kalten Krieges war Sicherheit territorial definiert, also was wir verteidigt haben, ist unser Territorium, wenn es militärisch angegriffen wird. Nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist, gab es ja nicht mehr die große Bedrohung im Osten und der Westen war sozusagen der unangefochtene Platzhirsch auf dem Planeten und konnte es sich auch leisten, seinen Sicherheitsbegriff auszudehnen. Und seit 1991 finden sich also vermehrt in Strategiepapieren und Doktrinen, Dokumenten so ein erweiterter Sicherheitsbegriff. Auf einmal geht es darum, unsere Interessen weltweit zu verteidigen. Es geht nicht darum, nur einen Angriff abzuwehren. Es geht auch darum, die kritische Infrastruktur der Globalisierung zu schützen, Handelswege zum Beispiel, Zugang auch zu Rohstoffen findet man auch dort als vitale Interessen, neuerdings auch Deutschlands. Die Amerikaner haben das schon viel früher in ihren Papieren gehabt, die sind ja weniger zimperlich, ja, die sind ein bisschen ehrlicher, was ihre eigenen Interessen angeht. So, und dieser erweiterte Sicherheitsbegriff, wo es also um Terrorismus geht, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, um Piraterie, um Drogenhandel, um Klimawandelfolgen, Migration, all das ist sozusagen jetzt Thema von Sicherheitspolitik und kann dadurch auch potenziell natürlich eher einer militärischen Logik unterworfen werden, als wenn das nicht Teil von Sicherheitspolitik ist. Der Verteidigungsminister Peter Spuck, als er noch lebte und im Amt war, hat das ja mal auf die Formel gebracht, Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt und hat damit eine Debatte ausgelöst. Und das war aber genau das, was schon in allen möglichen Papieren und Doktrinen drin stand. Also dieses erweiterte Denken von Sicherheit. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an den Rücktritt von Horst Köhler im Mai 2010. Der hatte ja kurz vorher ein Interview gegeben, wo er sagte, dass Bundeswehreinsätze auch wirtschaftlichen Interessen dienen. Es gab eine wahnsinnige Welle der Empörung, aber er hat auch nur das wiedergegeben, was längst Elitenkonsens gewesen ist, was man in den verteidigungspolitischen Richtlinien des Verteidigungsministeriums zum Beispiel gelesen hat. Das war nichts Neues, aber in der Bevölkerung ist das heiß umstritten. Wenn man sich jetzt Artikel ansieht von Außenpolitikchefs der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ oder von Zeit-Mitherausgebern wie Josef Joffe oder von Chefkorrespondenten der Welt, dann wird dort auch genau das transportiert. Also diese Sicht, da werden teilweise diese Aufzählungen der Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, wird dort praktisch wiederholt oder wiedergekäut. Dort wurde regelmäßig angemahnt, dass wir das Bündnis mit den USA pflegen sollen, dass wir uns militärisch stärker in Afghanistan engagieren sollten, um sozusagen die Partner da zu entlasten. Und weil wir natürlich wissen, dass dem eine sehr skeptische Bevölkerung gegenübersteht, haben wir auch verstärkte Überzeugungsarbeit am Volk empfohlen. Ja? Also wurde die Bundesregierung aufgefordert, das aktiver zu kommunizieren, zu werben. Frankenberger in der FAZ hat sogar mal geschrieben, dass man den Meinungskampf an der Heimatfront nicht scheuen darf und die Hearts and Minds auch in Deutschland gewinnen muss, also nicht nur der afghanischen Bürger. Also da geht es ordentlich zur Sache und mein Fazit, als ich diese Artikel ausgewertet habe, war, dass wenn wir uns die Bundesregierung vorstellen, die in einem Sandwich ist zwischen einer militärskeptischen Bevölkerung und einem Bündnis, einer NATO mit Führungsmacht USA, die immer verstärktes Engagement in Sachen Militär von der Bundesregierung verlangt, dann waren die Journalisten sozusagen zwischen NATO und Bundesregierung angesiedelt, also die Perspektive war
die Bündnisperspektive auf die Bundesregierung. Kritik an der Bundesregierung war nicht aus der Perspektive der militärkritischen Bevölkerung, sondern von den Bündnispartnern sozusagen. So, wie kommt das? Man kann es erklären oder plausibel machen, indem man sich die soziale Umgebung dieser Journalisten anschaut. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Netzwerkanalyse durchgeführt, wo ich alle leitenden Journalisten aller Leitmedien mal erfasst habe. Wer ist das? Und dann habe ich geguckt, wo stecken die drin, in welchen Organisationen, in Vernetzung. Ja genau, wie die vernetzt sind. Sehr gut, danke. Und dort fand ich zum Beispiel, dass der erwähnte FAZ-Außenpolitikchef, ich glaube, dieser Frankenberger, nicht nur Mitglied dieser trilateralen Kommission war, die ich da schon erwähnt habe, sondern dass er zum Beispiel auch Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik ist. Das ist ein Think Tank des Verteidigungsministeriums, dazu da, die sicherheitspolitischen Interessen der, wie sagt man, ja, Deutschlands zu vermitteln. Die machen Weiterbildungen für Beamte, für Wirtschaftsleute, für Unternehmer, machen zum Beispiel Seminare, geben Publikationen raus, unter anderem auch zum erweiterten Sicherheitsbegriff. Und dort gibt es einen Beirat, wo eben Professor Frankenberger drin saß, sitzt immer noch drin. Und dieser Beirat hat laut Satzung dieser Akademie den Auftrag, die Bundesregierung zu beraten, nämlich das Kuratorium dieser Akademie, und dort sitzt Angela Merkel drin und die wichtigsten Bundesminister. Wo ich mich dann frage, okay, er verpflichtet sich, die Bundesregierung in außenpolitischen und sicherheitspolitischen Fragen zu beraten, soll sie aber gleichzeitig kontrollieren und kritisieren, dass er da in einem Interessenkonflikt stecken muss, der nicht so leicht aufzulösen ist. Er saß auch im Sitz immer noch im Beirat der Atlantischen Initiative. Das ist ein Freundschaftsverein Amerika-Deutschland. Erstmal. Außerdem in dem Beirat dieser Bundesakademie für Sicherheitspolitik fand ich auch und finde ich bis heute Stefan Cornelius, den Süddeutsche Zeitung Außenpolitik-Ressortleiter, der das später mal, nachdem die Kritik laut geworden ist, hat er gesagt, dass er es als seine staatsbürgerliche Aufgabe ansieht, dort also mitzuwirken. Ich weiß gar nicht woran, aber dass er sozusagen sich da nicht als Journalist, sondern als Staatsbürger angesprochen fühlte, als man ihn angesprochen hat und dann eben Ja gesagt hat. Bestimmt hat man ihn auch als Bürger angesprochen. Ja, ja. Und er hat auch zugegeben, dass er Mitglied der Atlantikbrücke ist, ein schon seit den 50er Jahren bestehender Verein, der die Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland pflegt. Er ist dort Mitglied, ist nicht im Vorstand, also ist einfach Mitglied, und er hat erzählt, dass die Zeitung auch diesen horrenden Mitgliedsbeitrag bezahlt. Also die Zeitung hat auch ein Interesse daran, dass er da drin ist. Dort werden Diskussionsveranstaltungen laufen mit Leuten, die man nicht einfach so auf der Straße trifft. Also solche Netzwerke, solche Organisationen sind natürlich auch Orte der Begegnung. Und von daher hat er es sozusagen auch gerechtfertigt, dass er dort eben seine Quellen einfach anzapft. Er legte Wert darauf zu sagen, dass er nicht dort Funktionen übernehmen würde. Was er nicht gesagt hat, ist, dass er vor ein paar Jahren eine sehr aktive Funktion hat in einer anderen transatlantischen Organisation, der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Das ist eine, kann man schon wirklich so sagen, eine Lobbyorganisation für die NATO. Die hat also als Aufgabe, steht auf der Webseite, dass sie das Verständnis für die Ziele und die Politik des transatlantischen Bündnisses vertiefen möchte. Und dort saß er im Präsidium als Beisitzer, also hatte wirklich eine aktive Funktion. Und wo man ihn auch noch seit 2001 jedes Jahr findet, nämlich auf der Teilnehmerliste der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja historisch aus der NATO erwachsen. Mittlerweile sind dort auch Vertreter anderer Staaten mit drin, aber im Kern ist es eine transatlantische Geschichte. Dort treffen sich so jedes Jahr 350 Diplomaten, Staats- und Regierungschefs, Minister, Militärs, Rüstungsunternehmensvertreter, Analysten und Journalisten.
Es gibt da, es gibt viele Journalisten, die als Korrespondenten zuschauen dürfen. Und es gibt einige wenige, die das Privileg haben, normale Teilnehmer zu sein. Und Stefan Cornelius ist einer von ihnen. Klaus-Dieter Frankenberger war auch ein paar Mal da. Und einige andere, Klaus Kleber habe ich da auch schon gesehen. Also auf den Listen, ich war natürlich da. Und die haben eben das Privileg, mit im Plenum zu sitzen, haben Rederecht, können dann also gleichberechtigt mitreden, haben Zugang zu den Hinterzimmerbereichen, wo manchmal so vier Augengespräche stattfinden, und Zugang zu den Banketts und den ganzen Abendveranstaltungen. Also da gibt es eine ganz bunte Landschaft von Organisationen, von regelmäßigen Konferenzen, wo man Journalisten findet, die dort Mitglieder, manchmal sogar Vorstände, Beiräte sind, wo man sich also fragt, was machen die denn da in solchen aktiven Funktionen. Wir können verstehen, dass Journalisten Informationen brauchen, dass sie Zugang zu Quellen brauchen, aber inwieweit das dahin führen muss, dass man sich noch aktiv politisch betätigt, in dem Feld wird zwar auch berichtet, da ist, glaube ich, ein kritischer Blick erlaubt und auch nötig. Ich hatte die Atlantikbrücke erwähnt. Da haben wir im Vorstand zum Beispiel den Chefredakteur der Bild-Zeitung. Auch aus der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, der zieht sich bald daraus zurück, aber wird nicht weniger wichtig als Gesamtherausgeber der ganzen Bild-Gruppe. Und der ist seit Jahren im Vorstand, zusammen mit Leuten wie Friedrich Merz, mit Bundestagsabgeordneten, mit Konzernvertretern, Bankern. Also eine illustre Gesellschaft. Wir haben da oftmals so die Fantasie oder das Urvertrauen, dass sich die einzelnen Sektoren der Gesellschaft schon so gegenseitig kontrollieren werden, dass da die Politiker sind und da die Wirtschaftsleute und da das Militär und alle haben so ihre Rolle und es gibt dann so Checks and Balances. Aber wenn man dann solche Organisationen sieht, wo man Vertreter all dieser Sektoren miteinander vertraulich zusammenkommen sieht, dann kann man da schon ins Grübeln kommen, was die Idee dieser Checks and Balances angeht. Da also ein Großteil dieser Organisation, die ich gefunden habe, hatte so eine Schlagseite zur USA und zur NATO. Ich erkläre mir das auch damit, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesrepublik eine Westintegration erlebt hat und Amerika auch viel Geld reingesteckt hat, um Lobbyarbeit zu machen, um Deutschland zu integrieren in den Westen, Journalisten gefördert hat, gab und gibt ja viele Austauschprogramme und dass Journalisten eben einfach auch dort reinwachsen in solche Strukturen. Habe ich vergessen, aber ich habe eh nicht mehr viel Zeit, da noch eine kleine Pointe zum Schluss. Also diese ganzen Vernetzungen wurden ja, wie schon erwähnt, durch die Anstalt einem breiten Publikum bekannt, durch so einen schönen Sketch, wo sie das mal erklärt haben. Danach gab es einen großen Aufruhr und die Journalisten fühlten sich dann auch in der Pflicht, sich zu rechtfertigen. Es gab wütende Leserbriefe, Abbestellungen von Zeitungen und so und deshalb waren wir dann auf einmal ziemlich sensibilisiert dafür. Und kürzlich kaufte ich das neue Buch von Bernd Ulrich. Bernd Ulrich ist Politikchef und Vizechefredakteur der Zeit, der das aufgriff. Also diese Sachen sind auch für die Vertrauenskrise der Medien sehr verschärfend gewesen. Und er griff diese Debatte auf, weil die Zeit ja auch mit in den Fokus stand von diesen Vorwürfen. Und hat eben geschrieben, dass es in diesen Organisationen nicht so sei, dass amerikanische Agenten irgendwelche Parolen ausgeben würden und die dann eins zu eins nachgebetet würden von den Zeitungsschreibern in den deutschen Zeitungen, dass dort sogar sehr kontrovers diskutiert wird, aber dass trotzdem dort eine relativ eng umgrenzte Zone des Sagbaren entstünde und man sozusagen in bestimmten Sachen schon auf einer Linie ist und manche Sachen so selbstverständlich sieht, dass man gar nicht mehr denkt, dass man es anders sehen kann. Also er hat so eingeräumt, dass der Umgang in solchen Thinktanks, Netzwerken, Organisationen durchaus Wirkungen auf die Köpfe zeitigt. Das muss man sich mal vorstellen. Also in der Zeit, die selber ein transatlantischer Blatt ist und er forderte anschließend, dass Journalisten sich von transatlantischen Institutionen verabschieden sollten.
wir sollten das nicht überbewerten. Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass Bernd Ulrich ein überzeugter Europäer ist und gesehen hat, dass mit Amerika mittlerweile kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, dass sie sich immer mehr zurückziehen, nachdem sie den Nahen Osten destabilisiert haben und jetzt die Flüchtlinge zu uns kommen, dass Europa sozusagen seine Probleme in Zukunft selber lösen muss. Und ich glaube, es ist sozusagen nicht, es ist keine Idee der politischen Distanz zu Eliten dahinter, dass er das fordert, sondern eher ein Politikwechsel weg von einer amerikanischen Einbindung hin zu einer selbstständigen europäischen Politik. Aber die psychologische Analyse der Wirkung, die können wir schon überbewerten. Die ist wichtig. Ja, na klar. So, damit mache ich erstmal Schluss.